Live die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren Androiden des Polizisten eingesetzt, doch dies wäre das erste Beispiel eines Androiden, der bei Ermittlungen tatsächlich eine aktive Rolle übernimmt. Wir warten Cyberlife um einen Kommentar. Hallöchen, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir spielen wieder Marcus, nachdem wir mit Connor Kara verfolgt haben. Wurde gerade nochmal in den Nachrichten bestätigt und Marcus fährt jetzt nicht mehr im Androidenteil mit. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Aber wo hab ich denn das denn vorher? Auf einmal. Suche nach Karotten. Ist das doch. Ich hab's gefunden. Okay, das war jetzt richtig schwer. Hey Mister, habt ihr etwas Kleingeld? Verrückt, oder? Wir können wieder was lesen. Ja, ja. Das ist klar. Android auf der Flucht, entflohene Android bewirkt Panik in Camden. Anwohner der Fort in Camden wurden Zeugen einer Verfolgungsjagd, nachdem eine Polizeiverhandlung mit Straßensperren und. Ja, gut, es geht halt um Kara und um Kind. Wissen wir alles. Androiden-Astronauten erforschen 10? Oder Io? Okay. Wie sah's aus? Okay, einen Löwe suchen wir. Wir sind faule Menschen. Gibt es... Also sind ja alles Serienmörder. Das heißt ja eigentlich, dass die alle gleich aussehen, oder? Aber könnte ja sein, dass er ja dann irgendwann mal ein Marcus kommt, eigentlich, und dass er ja dann aufhören müsste. Hey, du siehst ja genauso aus wie er. Weil da ist der Löwe. Wissen Sie, wo Jericho ist? Androiden sind sehr gesprächsbereit. Zwei. Und ja, das andere haben wir ja schon auf dem Graffiti gesehen, was wir an der Hand hatten. Eine Häuserwand. Ja, wir gehen mal da lang. War noch grün. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Easy. Da ist Rätsel Nummer 1. Oder versteckt der Hinweis Nummer 1 und der andere ist da. Oben. Also ist das der richtige Weg hier? Jetzt. Nein, wir bleiben erstmal hier auf der Seite. Ich habe ihn gefunden. Okay, ist jetzt echt unlucky, dass ich halt alles. Ja, komm, ich gehe jetzt einfach. Da.
Na, manche Sachen sind echt einfach gehalten. Jetzt ist super, dass sie halt sofort gesehen haben. Aber, wieso kann ich denn? Ja. Da. Es sind auf jeden Fall sehr viele Bettler unterwegs. So. Hinweis aktualisiert. Nächstes. Thema, wir müssen hier drin bleiben. Schon weiter oben. Oder geht's da lang noch? Ne, hier geht's nicht weiter. Okay, rechts ist es. Findet man hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Aber hier sind echt viele Graffitis. Oh, sorry. Hallo? Okay, finde einen Weg um auf das Dach zu gehen. Ja. Hey, darfst du es mitnehmen? Easy. Und da. Okay, eine rote Wand. Wäre zu instabil. Okay, wir haben einen Weg gefunden. Wir haben es gefunden. Da ist eins. Da ist der zweite. Das ist der dritte. Wäre nicht stabil genug. Sind noch zwei Wege? Müssen wir den nehmen. Wäre zu instabil. Alter, bei dem anderen so, ja, der mega super Jump da und jetzt hier so. Berechnen. Oh,
ausführen. Easy, mache ich auch immer. Morgensport. Ja, hier. Hä? Das ist ja nicht schwer zu finden. Ein riesiges. Ja. Laut. Hier, guck mal, hier ist er schon. Hallo. Okay, ich muss nichts mehr suchen. Erst wieder runtergehen. Jericho! Was tut er da? Sieht komisch aus. Gelange zum Schiff. Schock, Alter! Guck mal, da ist noch ein Weg. Boah, das klingt echt nicht gesund. Es klingt überhaupt nicht gesund. Okay. Ja, zum Führung. Knack, 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 knack. Wir springen einfach mal, wa? Das ist die Freiheit, du bist tot. Okay, wir haben es überlebt zumindest. Das heißt, wir sind nicht tot. Das ist doch nicht die Freiheit. Was muss da rum? Ah, eine Taschenlampe. Die ist zu. Da geht's nicht weiter. Hier schon.
Also ich habe gerade Geräusch gehört. Ich hätte das Ding da ein. Egal. Wir sind nicht alleine. Alter. Was für schwache Nerven. Wo musst du hin, Alter? Und die geht. Tür geht jetzt wenigstens auf. Alter. Das klingt auch nicht gesund. Wollen wir hier irgendwas machen? Sieht nicht danach aus. Okay. Das tat bestimmt weh. Willkommen, Jericho. Warte, ist das nicht Ralf? Heißt er Ralf? Sieht aus wie Ralf? Okay, gucken wir mal uns das Ganze an. Auf der Flucht lesen, Androiden-Astronaut lesen. Und das haben wir eine dritte Seite gehabt? Oh. Das, was wir gar nicht haben. Nochmal was nicht. Nochmal was nicht. Dann haben wir hier drin alles. Also wir werden auf jeden Fall nach Jericho getroffen. Nach Jericho gekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.